So, wir haben den 31.12.2017 und heute machen wir einen Luftheuler-Vergleich. Die sind ja wieder zugelassen, zwar nicht als Luftheuler, sondern als Fontänen, aber die gibt es sowohl in Kategorie 1 als auch in Kategorie 2. Und wir haben hier Luftheuler von Funke. Ja, sind Kategorie 2, zugelassen als Fontäne. In den Boden stecken, genauso werden wir sie auch verwenden. Dann Silberheuler mit Silberschweif, auch von Funke. Als nächstes haben wir Luftheuler von Explode Feuerwerk, zugelassen in Kategorie 1, und zwar sind die am Stiel. Kleben gerade zusammen am Stiel. Die gibt es auch nochmal von Leslie, auch als Luftpfeifer hier benannt. 12 Stück in der Packung. Preislich liegen die Luftheuler, ein Display, also 100 Stück, 10 Packungen, so bei 15 Euro. Die Silberheuler ungefähr bei 18 Euro für ein Display. Die Luftheuler hier in der 24er Packung bei ungefähr 1,50 Euro und diese Luftpfeifer in der 12er Packung ungefähr bei 1. Wir fangen an mit den Luftheulern. Sehen aus wie klassische Luftheuler, wie man sie von früher kennt. Stiel. Pfeifen deutlich leiser, aber auch mit Silberfunken. Und zum Schluss Luftpfeifer von Leslie. Ähnlicher, keine Silberfunken wie bei den Explode, aber schöne Teile. Ja, zu empfehlen sind natürlich eher die Funke, gerade für Silvester, aber da die Explode und Leslie Luftheuler Cut 1 sind, würde ich fast noch eher die Explode empfehlen, weil die noch die Silberfunken haben und das Pfeifen deutlich länger ist. Dafür habe ich das Gefühl, dass es bei den Leslie intensiver ist. Ja, für unterm Jahr kann man die auf jeden Fall empfehlen. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.